In der heutigen Folge von Was wurde aus wollen wir über eines der gruseligsten Internetmysterien sprechen, über das ich jemals gesprochen habe. Ein Internetmysterium, das, wenn es wahr ist, es tatsächlich eine große Gefahr für uns alle darstellen könnte. Wir wollen heute abschließend mal darüber reden, was aus dem Wort Erratas wurde. Dem Wort, das man niemals bei Google suchen darf. Und ob es heutzutage endlich eine klare Antwort gibt, was es mit diesem Wort wirklich auf sich hat. Vor einigen Jahren hatte ich einmal über das Wort berichtet. Erratas, das Wort, das du niemals googeln darfst. Und seitdem ist relativ viel herausgekommen über die Geschichte. Damit wir aber verstehen können, was es mit Erratas auf sich hat, müssen wir einmal noch durchgehen, was wirklich alles zu diesem Mysterium gehörte. Angefangen hatte es im Jahr 2015, als ein Post auf 4chan veröffentlicht wurde. Dort schrieb eine Person darüber, dass sie eben in einem Lagerhaus arbeitete und beauftragt war, verschiedenste Pakete zuzukleben. Dafür bekam sie eine Paketpistole, ein Paketroller, wie auch immer man es nennen will. Quasi dieser Griff, wo oben eine Kleberolle dran ist mit Paketband, womit man ohne Probleme ein Paket nach dem anderen zumachen kann. Soweit so gut. Das Besondere war aber, dass normalerweise auf diesen Paketrollern immer die Abteilung draufstand, wozu der Roller gehörte, damit man ihn dahin wieder zurückgeben konnte. Nur bei dieser Person, die diesen Griff bekam, sah sie, dass nicht irgendeine Abteilung draufgeschrieben war, sondern auf diesem Griff stand Erratas drauf. Sie war verwirrt, was das Ganze bedeutete, und fragte einen Kollegen, der außerdem auch noch manchmal in der IT tätig war. Als sie ihn fragte, was das Ganze zu bedeuten hatte und was Erratas bedeute, sagte er ihr, dass sie unbedingt und unverzüglich diesen Kleberoller wegwerfen sollte. Sie sollte ihn irgendwo hinpacken und sofort vergessen, was sie darauf gelesen hatte, da es extrem gefährlich ist, wenn sie nach diesem Wort sucht. Er sagte ihr eindeutig, dass wenn sie dieses Wort googeln sollte, sie sofort ihren Job verlieren wird. Das Ganze war kryptisch und seltsam, doch tatsächlich traf das Ganze so ein. Sie googelte danach und wurde entlassen. Diese Geschichte bzw. dieses Erlebnis postete sie auf 4chan und sofort kamen andere Nutzer, die ebenfalls darüber sprachen, dass auch sie schon in Kontakt mit dem Wort Erratas gekommen waren. Manche Nutzer sprachen davon, dass sie Kollegen hatten, die eben mal nach Erratas gesucht hatten oder einfach nur auf der Arbeit über Erratas sprachen und binnen weniger Tage oder Wochen gefeuert wurden. Oder sie sprachen davon, dass sie selbst mal nach Erratas gegoogelt hatten, weil sie irgendwo davon gehört hatten und selber dann kurze Zeit später ohne eine wirkliche Erklärung ihre Stelle verloren. Mehrere Leute, unabhängig voneinander, von der ganzen Welt verteilt, sagten also unter diesem 4chan-Post, dass tatsächlich auch sie schon von diesem Gerücht, von diesem gefährlichen Wort Erratas gehört haben und dass man unbedingt vorsichtig sein sollte und niemals danach suchen darf, zumindest wenn das eigene Leben einem lieb ist. Doch was genau ist Erratas? Laut dieser Theorie handelt es sich bei Erratas um einen Algorithmus. Dieser Internetalgorithmus, der hauptsächlich Google oder anderen großen Firmen gehört, soll dann ausgelöst werden, wenn man nach ihm im Internet sucht. Damit man eben nicht herausfindet, dass Erratas so ein Internetalgorithmus ist, dass es also nicht etwas streng Geheimes ist, wird jeder, der danach sucht, bestraft werden. Dieser Algorithmus filtert dann diese Person heraus, gibt Meldungen an die Arbeitgeber heraus, dass sie sofort handeln und die Person kündigen müssten, als Strafe, damit sie nie wieder über Erratas sprechen oder irgendetwas über Erratas bekannt geben. Es ist also quasi ein Algorithmus, dessen einziges Ziel es ist, geheim zu bleiben, und es gibt die Theorie, dass die Hauptaufgabe des Algorithmus eigentlich ist, dass sie Copyright Strikes herausfinden soll. Sprich, dass große Unternehmen dieses Programm nutzen, damit sie im Geheimen bzw. ohne Probleme irgendwelche Copyright-Probleme lösen können, doch sie wollen nicht, dass dieses Programm bekannt wird und wollen deswegen nicht, dass man danach googelt, und wenn man es tut, wird man von dem Algorithmus rausgepickt und bestraft. Deswegen heißt es eben, dass man unter keinen Umständen, auch du, der das Video jetzt gerade sieht, googeln darf, da man selbst ansonsten in den Fokus dieses Programmes gerät. Doch dieses ganze Mysterium ging noch deutlich weiter. Denn nachdem dies passiert war, fand man auf einmal ein sogenanntes Rabbit Hole, sprich man fand, dass dieses Mysterium noch viel, viel tiefgreifender war, als man zunächst dachte.
Denn bei der Suche herauszufinden, was es mit Erratas auf sich hatte, stieß man auf einen YouTube-Kanal, der eigentlich Fanvideos für Jurassic Park erstellte. Dieser YouTube-Kanal hieß Chronos for Life und während man zunächst erwartete, dass er einfach nur Fanvideos zu Jurassic Park machte, bemerkte man schnell, dass gruseligere Dinge hier vor sich gingen. Denn der Macher sprach tatsächlich teilweise in seinen Videos über Erratas, sagte, dass er seine Mutter verloren hatte und seine Mutter kurz zuvor Opfer von diesem Algorithmus wurde, dass ihre Videos unzurechtmäßig gecopyright-striked wurde und gelöscht wurden, weil sie Geheimnissen des Errata-Mythos des Erratas-Algorithmus auf der Spur war. Gleichermaßen gab es im Internet auf einmal die Theorie, dass ähnlich wie die Mutter von Chronos for Life, man selbst mit dem Leben gefährdet werden kann, wenn man nach Erratas sucht. Sprich, dass Erratas nicht einfach nur dafür sorgen kann, dass man gefeuert wird oder ähnliches, sondern dass tatsächlich man auch noch sein eigenes Leben aufs Spiel setzt, wenn man Erratas googeln würde. Doch auch hier sind wir noch nicht am Ende. Denn in den Videos von Chronos for Life versteckten sich manchmal kryptische Botschaften in den automatischen Übersetzungen von YouTube. Ihr müsst wissen, diese automatischen Übersetzungen kann man selbst nicht steuern. Sie werden von YouTube gemacht und deswegen hatte Chronos for Life auf jeden Fall keinen Einfluss darauf. Doch eben unter diesen verschiedensten Antworten bzw. Übersetzungen, die Google angegeben hatte, fand sich eine seltsame Adresse in Amerika, die zu einer Band gehörte, die KFC Murder Chicks bedeutete oder bzw. hieß. Und auch diese Band sprach häufiger über Erratas in ihren Liedern oder über eine Person, die mit Erratas in Verbindung stand, und zwar einen Mann namens Todd Ellsworth. Todd Ellsworth konnte man nie wirklich eindeutig zuordnen. Man fand heraus, dass sein Name ein Anagramm für The Lost World ist, ein Jurassic Park Film, sprich wieder eine Zurückführung zu dem Kanal Chronos for Life. Doch als man versuchte herauszufinden, wer Todd Ellsworth ist, bemerkte man nur einen Twitter-Account, der über Erratas sprach und der ein Profilbild hatte von einem Triebtäter aus Hawaii. Dieser ganze Vorfall war extrem verstörend und damals endete die Spur zu diesem Zeitpunkt. Und es gab grundsätzlich nur zwei Theorien im Internet, was es mit diesem ganzen Vorfall um Erratas auf sich haben könnte. Die erste Theorie sprach davon, dass Erratas tatsächlich nichts weiter ist als ein ARG, ein Alternate Reality Game, sprich ein selbst geschaffenes Mysterium, was Leute fesseln soll, eine Art reelle Creepypasta, die man live mitverfolgen konnte. Sprich, dass das Ganze nichts weiter als ein Fake ist, ein Kunstprojekt, ein Witz von dem Macher. Doch es gab eben auch noch die andere Seite, die der festen Überzeugung gewesen ist, dass wirklich dieses Erratas-Mysterium echt war. Dass Erratas tatsächlich ein echter Algorithmus ist, dem man nicht auf die Spur kommen sollte. Ich möchte euch jetzt beide Theorien einmal erklären und euch erklären, welcher man vielleicht eher glauben könnte. Kommen wir zunächst einmal zu der ARG-Theorie, sprich, dass das Ganze einfach nur ein Kunstprojekt war. Das Ganze wirkt in gewissen Zügen sehr wie ein Kunstprojekt. Und zwar, weil eben diese ganzen unterschiedlichen Aspekte alle ineinander verlinkt sind. Das ist typisch für so ein ARG, sprich, dass man eben von diesem Erratas-Mysterium zu dem Kanal Chronos for Life kommt. Von Chronos for Life kommt man zu dem Twitter-Account Todd Ellsworth oder man kommt von Chronos for Life zu eben dieser Band. Diese Band führt einen wieder zurück zu Chronos for Life. Es ist also quasi ein Rabbit Hole, wo man von einer Seite auf die andere kommen soll, um diese Story zu vervollständigen. Insofern ist es absolut verständlich, dass man davon ausgeht, dass man es hierbei mit einem Spiel zu tun hat. Das Problem bei der ganzen Sache und weswegen die ARG-Theorie in den letzten Jahren immer und immer mehr in Zweifel gezogen wurde, ist, dass dieses ganze Spiel kein Ende gefunden hatte. Damals, als das Ganze kreiert wurde, wenn es ein ARG war, wurde es gemacht, bevor das Ganze in Hype kam. Erst viel, viel später, nach der Kreation, wurde das Ganze zu einem Hype-Thema im Internet und Leute sprachen darüber. Zunächst war es nichts weiter gewesen, als einfach nur Seiten im Internet, die sich niemand angeguckt hatte. Und als eben dann dieser große Hype kam, kam nichts Neues dazu. Dieses Mysterium wurde nicht weitergebildet, es gab nie ein Ende oder es wurde noch nicht herausgefunden. Normalerweise bei ARGs ist es so, dass sobald die Öffentlichkeit aufmerksam darauf wird, geht das ARG weiter und man erfährt mehr über die verschiedensten Geheimnisse und Hinweise. Das Ganze passierte in diesem Fall nicht. Das ganze ARG wurde nie fortgeführt, weswegen viele Leute im Internet sich sicher sind, dass wir es hierbei vielleicht gar nicht mit einem ARG zu tun haben.
Doch dann bliebe als einzige andere Möglichkeit nur, dass es tatsächlich ein Algorithmus ist, der vielleicht eine Gefahr für Leute darstellt. Es ist schwierig zu sagen, ob das der Fall ist. Dafür spricht auf jeden Fall, dass damals unter dem originalen 4chan-Post viele unterschiedliche Leute, die nicht zu diesem ARG gehörten, eindeutig und unabhängig voneinander darüber sprachen, dass auch sie schon in Kontakt mit Erratas gekommen sind. Es könnte durchaus sein, dass diese originale Posterin überhaupt nicht zu den restlichen Dingen dazugehörte und völlig unabhängig von diesem Todd Ellsworth-Mysterium anfing, über Erratas zu sprechen. Es könnte sein, dass dieser Ursprungspost über Erratas tatsächlich ein echter, gruseliger Vorfall ist und eine Person diesen Vorfall auf 4chan gelesen hat und daraufhin diese restliche Theorie bildete über Chronos for Life und Co. Sprich, dass diese Sachen zwei unterschiedliche Mysterien sind. Einmal ein ARG und einmal eben das Originale, die originale Geschichte von Erratas, der originale, mysteriöse Name. Dies könnte sein und manche Leute im Internet glauben dieser Theorie auch soweit, doch auch hier gibt es noch ein ganz bedeutendes Problem. Denn seitdem das Ganze rausgekommen ist, haben verschiedenste Leute versucht, dieses Mysterium aufzudecken bzw. es auszuprobieren. Leute, die in Versandhäusern oder in Warenhäusern arbeiteten, suchten auf Firmenrechnern nach Erratas, um zu gucken, ob sie gefeuert werden, doch niemand von ihnen wurde gefeuert. Gleichermaßen haben ich und andere YouTuber Videos über Erratas gemacht und darüber aufgeklärt und auch uns passierte nichts. Die Kanäle wurden nicht gelöscht, wir bekamen keine Probleme. Es gab, seitdem das Ganze vorgefallen war, keine Anzeichen, dass irgendjemand zu Schaden kam, weil er über Erratas sprach oder danach gesucht hatte. Dies kann allerdings auch damit zusammenhängen, dass die Aufmerksamkeit auf diesem Wort so groß war, dass die großen Unternehmen, die dafür verantwortlich wären nach dieser Theorie, sich nicht getraut hatten, Leute zu beseitigen oder irgendjemanden feuern zu lassen, weil das eben als Beweis für diese ganze Theorie dienen würde, weil das beweisen würde, dass Erratas tatsächlich echt ist. Sprich, es könnte sein, dass früher mal das alles passiert ist, aber heutzutage sie versuchen, das anders zu verschleiern. Es gibt leider noch keine eindeutige Antwort, doch beide Theorien sind unglaubwürdiger geworden. Es wird wahrscheinlich nie eine klare Antwort geben, was es mit Erratas und diesem ganzen Mythos auf sich hat. Wir stehen derzeit einfach vor einer sehr großen Frage, doch ich wollte mir dieses ganze Thema noch einmal genauer angucken und euch eine endgültige Einschätzung bieten, was es mit diesem ganzen Vorfall auf sich hat. Ich würde immer noch der Theorie glauben, dass es vielleicht ein ARG ist oder der Theorie, dass eben diese erste 4chan-Post getrennt existierte von diesem daranhängenden ARG, sprich, dass dieser originale Post tatsächlich echt gewesen ist. Aber genau sagen kann man es nicht. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.